Mensch, Eberhard. Du hast mir gerade gesagt, wie viel Weihnachtsfilm das ist. Können wir eine Preisfrage draus machen? Sag's nochmal. 13. Wir sind im 13. Weihnachtsfilm. Genau, im 13. Jahr, Marc. Im 13. Jahr. Was für ein Jahr. Und das im 2020er Corona-Jahr. Manche Dinge kommen einfach zusammen. Ne? Das soll so sein. Und das haken wir ab damit. Aber wir können das ja nicht abhaken ohne den Weihnachtsfilm. Und du hast eine eigene Fraktion von Fans für den Weihnachtsfilm, der ja mittlerweile zum guten Ton und zum Foto-TV-Jahr gehört. Was macht man für einen Weihnachtsfilm am Ende von so einem Jahr? Ich könnte jetzt sagen, einen dunklen. Nein. Einer, der ein bisschen, wie immer, das Jahr so ein bisschen reflektiert, der ein bisschen so das wiedergibt, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, ohne da jetzt in die Depri-Phase zu geraten. Ich meine, es hat ja auch alles, ich will jetzt nicht sagen sein Gutes, aber es hat ja alles etwas bewirkt, dass wir auch ein bisschen ruhiger werden und vielleicht mal so einen Moment über das eine oder andere nachgedacht haben, worüber wir vorher nicht nachgedacht haben, was so ein Automatismus hatte, was man einfach so einmal die Woche, wöchentlich, monatlich gemacht hat und was plötzlich diesen Lockdown erfahren hat und wo man dann einfach mal überlegt, war das eigentlich sinnvoll, muss man das eigentlich machen? Und die Dinge gibt es ja auch. Insofern hat das ja nicht nur Schlechtes. Mal so ganz komprimiert in a nutshell, wie war denn das Jahr für dich? Ganz komprimiert wäre ein Wort und das heißt Katastrophe. Also das muss man eigentlich so sagen. Also dieser gesamte kommerzielle Bereich der Werbefotografie, der ist bei mir wirklich von 100 auf 2% gefallen. Also das meiste wurde abgesagt, weil auch Art-Direktoren, Produktmanager und so nicht mehr reisen durften, weil die großen Unternehmen gesagt haben, Reisetätigkeit wird so weit wie geht eingeschränkt. Das heißt, die durften nicht mehr mit ins Studio und damit wurde zunächst erstmal 1-2 Monate nach hinten geschoben, dann nochmal 2 Monate nach hinten geschoben und dann abgesagt. Und was jetzt Stand der Dinge ist, wie es nächstes Jahr aussieht, was danach geholt wird, was wirklich wegfällt, das wird man abwarten müssen, ja. Was hast du gemacht? Ich meine, wenn du morgens ins Studio kommst und es stehen nicht Reifen da, die zu fotografieren sind, was macht man dann? Also viel freie Sachen, viel geschrieben, viel vorbereitet, mir sehr viel überlegt, welche Kontakte mir helfen können, wenn es wieder etwas entspannter geht, sehr viel vorbereitet. So dass ich, glaube ich, ganz gut vorbereitet für 2021 bin, wenn wir das Thema ein bisschen hinter uns haben. Und ich war da auch sehr diszipliniert im Schreiben. Also ich schreibe zurzeit an 3 Büchern und die dann, glaube ich, wahrscheinlich sogar alle 2021 erscheinen werden. So dass ich also nie Langeweile hatte und eigentlich auch sehr diszipliniert jeden Tag gearbeitet habe. Also ich habe mir vielleicht mal 2-3 Tage Auszeit gegönnt, aber ansonsten habe ich einfach geschaut, was muss passieren, wenn es wieder losgeht. Es geht wieder los mit dem Weihnachtsfilm, genau. Wie jedes Jahr. Was hast du dir überlegt, wohin geht die Reise? Ja, das war diesmal tatsächlich entspannter, nachdem ich so die letzten 2 Jahre, wie du ja weißt, so ein ganz lange mich davor gedrückt habe, weil ich eigentlich nicht dachte, was kann man denn jetzt noch machen? Und diesem Jahr ist mir aber aufgefallen, dass wir wirklich so die Zeit nehmen und auch mal ein bisschen reflektieren und sagen, was ist denn jetzt eigentlich so Weihnachten? Für mich speziell, ich habe seit den letzten 3-4 Monaten so viel gelesen, wie ich seit langem nicht mehr gelesen habe. Also frei gelesen, also nicht nachschlagen, sondern wirklich lesen. Und da dachte ich mir, das ist doch eigentlich auch das Thema und ich werde wahrscheinlich viele Leute oder habe viele Leute, viele Bekannte, Freunde nicht mehr gesehen. Und ich werde ja Weihnachten wahrscheinlich nicht sehen, weil das gar nicht komprimiert so stark geht. Und dann habe ich mir überlegt, denen werde ich ein sehr persönliches Geschenk machen. Nicht das übliche Weihnachtsgeschenk, sondern etwas Persönliches. Und ich fotografiere denen irgendetwas. Und zwar bekommt jeder von denen von mir ein Bild, aber alles zum gleichen Thema. Ich habe es eben schon gesagt, da ich viel lese, hatte ich irgendwann ein Buch in der Hand und dachte, die lesen ja wahrscheinlich auch viel. Und ich fotografiere jetzt ein Buch und zwar für eigentlich für jeden so sein eigenes Bild. Also ich mache nicht ein Bild,
was ich denn 7, 8, 10 Mal verschicke, sondern ich mache 10 Bilder und das wird jeweils nur einmal verschickt, weil das sind ja gute Freunde, die was von mir bekommen und nicht irgendwelche Werbegeschenkleute. Und dann habe ich ein Buch fotografiert und dachte, und das möchte ich ein bisschen, ja, also ich meine, mit Kunstfotografie ist immer so ein Wort, so muss man sehr aufpassen. Aber in dieser Art möchte ich es angehen, ich möchte es sehr reduziert fotografieren. Und dann dachte ich mir, und einer dieser Freunde ist doch auch FotoTV und die bekommen auch ein Bild und das wird das Weihnachtsding. Und das fotografierst du jetzt und lass uns dran teilhaben. Habe ich schon mal fotografiert, ganz klar. Muss auch gucken, ob das alles funktioniert. Und dann war ein Bild, wo ich dachte, das ist eigentlich genau das für FotoTV. Und ja, ich greife vor, das wirst du bekommen. Und aber erstmal fotografieren wir das und ich zeige, wie ich daran gegangen bin und wieso meine Intention war. Ja, dann an die Arbeit. Mein Weihnachtsgeschenk möchte produziert werden. Ja. Mir fällt schon wieder auf, wieder der nächste Twist eines Weihnachtsfilms. Heute fotografierst du, wenn ich es richtig verstanden habe, kein Weihnachtsmotiv, sondern ein Weihnachtsgeschenk. Hätten wir auch mal früher drauf kommen können, ne? Ja. Naja, du siehst, wofür Corona alles gut ist. Ja. Okay, dann an die Arbeit. Fangen wir an. Gut. Meine Grundidee war also ein Buch zu fotografieren und natürlich, das ist jetzt vollkommen egal, ich wollte jetzt nicht, das ist jetzt eins meiner Lieblingsbücher, aber ich wollte nicht ein ganz bestimmtes Buch fotografieren. Ich möchte niemand bekehren, ein bestimmtes Buch zu lesen, sondern ich möchte diesen Eindruck, dieses Gefühl, was man hat, wenn man ein gutes Buch liest, was man da rausnimmt, gerade in Verbindung mit der ruhigen Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und von daher wusste ich, es ist eigentlich vollkommen egal, welches Buch ich habe. Und normalerweise schlage ich das so auf, das wäre also so mein Blick, wie man ein Buch fotografieren würde, ist aber schon 1000 Mal fotografiert. Und ich dachte, naja, aber wenn er mich sieht, wie ich das Buch lese, wenn das meine Perspektive ist, dann ist das so rum. Und dann kam ich darauf, wenn ich das so fotografiere und jetzt ein Format und ein Bild daraus machen möchte, dann wird das Buch aufgeschlagen und ich hoffe, dass die Kamera das so ein bisschen, ich halte das mal so vor mich, aufnehmen kann. Jetzt entsteht hier im Prinzip so ein bisschen meine Idee von dem Bild. Und jetzt weiß ich, das ist irgendein Buch. Das kann ein technisches Buch sein, das kann ein Roman, ein Sachbuch, ein sonst was sein, Bildband. Ganz egal. Es geht darum, diese Seiten für sich zu entdecken, diese Seiten aufzublättern, diese Seiten zu genießen. Und das soll das Bild sein, was ich gerne fotografieren möchte. Und aus dem Grund einmal vor die Kamera so hingestellt und so fotografiert, schön aufgeblättert. Und im Prinzip steht in diesem Moment, wo ich diese Bildidee so vor den Augen habe, so präsent habe, entsteht eigentlich der Aufbau. Dann weiß ich, okay, das muss hier frei stehen, hier unten, da muss das Licht her. Hier darf es auf einem dunklen Untergrund stehen, alles schwarz, Licht von hier. Und ich weiß im Prinzip jetzt, wie mein Aufbau gleich aussehen wird. Also ganz wichtig, wenn wir so kleine Sachen fotografieren, dass ich jetzt nicht so einen Riesenaufbau baue, also nicht einen Riesentisch, sondern ich habe ein kleines Buch gewählt. Das ist wirklich das Buch, was ich zunächst nehmen wollte. Das war mir aber zu groß, weil ich möchte das ja so aufgeblättert zeigen. Das heißt, und die eine Seite sogar so ein bisschen mehr und hier, die sollen sehr schön auseinandergehen. Und wenn die Bücher zu groß sind, ich drehe es mal so rum, es spielt keine Rolle, was für ein Buch das ist, dann werden die Seiten zu instabil. Und je kleiner das Buch ist, aber trotzdem schön feste Seiten hat, dann wird das Buch halt so stabil, sodass ich also letztendlich dann ein kleines Taschenbuch genommen habe. Was ich hier so aufbaue, zwar nach hier jetzt, dass das Buch über die Seite drüber steht. Dass ich nachher von unten mein Licht geben kann, denn die Idee ist, dass die Seiten mit sehr, sehr hartem Licht eine gute Struktur bekommen und so richtig schön eine gute Haptik bekommen und gut zu sehen sind. Und der Rest, der wird alles schwarz. Also da passiert nicht viel. So, und aus dem Grund habe ich jetzt hier ein Taschenbuch genommen, weil ich so ein bisschen
vergewaltigt habe, so ein bisschen auseinandergedrückt habe, dass das so steht. Und von hinten kommen dann so die kleinen, ja, so kleine, hier, ich habe hier so ein Küchentuch einfach zerknüllt. Und da kann ich so kleine Stückchen abreißen. Und jetzt kann ich da mit einem Stäbchen wunderbar mir die Seiten so gestalten und auseinanderdrücken, wie ich das haben möchte, indem ich da immer so ein kleines Papierstück da reinmache. So, das mache ich so weit, da muss ich gleich nochmal durch die Kamera schauen, dass das im Prinzip schon gut steht. Diese Seite hier, diese Umschlagseite, die soll gar kein Licht mehr bekommen. Das heißt, ich gehe jetzt von unten mit meinem Licht hin, das kann ich mal weg hier, und setze das so weit dahin, dass die Umschlagseite eigentlich kein Licht mehr bekommt und ich hier trotzdem innen drin ein schönes Licht habe. So, und dann merke ich, dass ich hier, wenn das Licht innen drin stimmt, das ist schon mal ganz gut, dass ich hier so ein bisschen Licht drauf bekomme. Und da werde ich dann einfach mit einer schwarzen Pappe, ich nehme das mal hier wieder weg, das Buch, dafür sorgen, dass das hier von unten nicht so reinstrahlt, aber hier oben eben auch kein Licht mehr wegnimmt. So etwa. Ja. Und so weit, wie es geht, davor. So, und jetzt bin ich ziemlich sicher, dass man die Kante hier gleich sehen wird, aber hier vorne die Umschlagseite kein Licht mehr bekommt. Okay, dann geht es jetzt darum, hier hinten irgendeinen schwarzen Hintergrund hinzubauen. Okay, so, und den baue ich jetzt hier so an das Stativ. Und der kommt möglichst nah da dran. Ja, das reicht. Das muss gar nicht groß sein, weil ich ja eh nur hier einen solchen Ausschnitt fotografiere. Und dann reicht mir da so ein kleiner schwarzer Karton. Darf ein bisschen nach hier rüber kommen. Dann können wir mal die Kamera holen. Ja, also auch das mache ich mit einer längeren Brennweite, in dem Fall 100 mm Makroobjektiv, dass ich hier wirklich sehr nah dran komme. Und auch die Schärfe, die muss wirklich nur vorne auf den Seiten liegen. Ich muss das gar nicht alles scharf bekommen. Wenn ich vorne diese Stellen, wo das Licht wirklich markant jetzt drauf sitzt, wenn ich die richtig scharf bekomme, reicht das voll und ganz auf. Ja, also wie gesagt, ich suche mir jetzt die wirklich gute Position aus und wirklich die Schärfe, die ich brauche, um das Buch eigentlich in Konturen, also wirklich hier die Außenkontur ist ganz wichtig und die Seiten sind ganz wichtig und das hier darf schon wieder komplett schwarz sein. Da muss ich mal schauen, ob mir das hier zu hell ist. Wenn das passiert, gehe ich da auch einfach hin und baue da nochmal so eine kleine schwarze Pappe auf die Seite, die einfach dafür sorgt, dass ich hier wirklich wenig Licht drauf bekomme. Also das wirklich so drehen, dass da kein Licht mehr drauf fällt, dass die Seite möglichst dunkel wird. Okay. Ja, und dann sieht das soweit schon ganz gut aus. Die Feinheiten, wie weit diese einzelnen Blätter jetzt noch ein bisschen auseinanderkommen, das sehe ich wirklich erst, wenn ich die Aufnahme gemacht habe. Das kann ich mir zwar jetzt hier genau anschauen, also da sehe ich, dass die beiden Blöcke hier sehr, sehr intensiv noch zusammen sind. Und dann kann ich dann einfach so einen kleinen Karton nehmen. Ich nehme jetzt mal hier so ein bisschen stärkeren, den ich so einmal knicke und den kann ich hier wunderbar da reinschieben. Ja, so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl und dann einfach mit einem Stäbchen so weit nach unten
dass er nicht mehr auffällt. Und jetzt sieht man, dann kommt da oben auch wieder ein bisschen Licht rein. Und dann haben wir die Seiten auch so ein bisschen aufgelockert. Und das Gleiche sehe ich jetzt hier schon, würde ich auch an dieser Stelle machen. Auch nochmal so einen kleinen Karton, den so ein bisschen biegen, dass der so ein bisschen Dimension bekommt. Dann kann man den da reinbauen und so nach unten schieben. So ein bisschen sehr weit. So, dass hier ein Licht reinkommt und dass die Seiten schön aufgeblättert aussehen. Okay, ich arbeite hier mit Dauerlicht und ISO 100 bei diesen Aufnahmen ist eigentlich Standard im Studio. Da verwende ich immer diese Standard-ISO-Einstellung, die auch die Kamera hat. Und in dem Fall bei diesem harten Licht gehe ich wirklich auf Maximalblende 8. Viel mehr Schärfe brauche ich nicht. Und ich schätze mal, dass ich dann irgendwo so bei einer Sekunde bin. Aber dann kann ich noch ein bisschen abblenden. Wir gehen mal auf Blende 11. Und da machen wir mal eine Aufnahme. Und da sehen wir, dass das viel zu hell ist. Ich habe mich ganz schön vertan. Also gehen wir denn wirklich mal von der Sekunde runter auf eine Fünftelsekunde. Da wird es schon besser. Und auch das ist deutlich zu hell noch. Also ich komme sogar auf eine Zehntelsekunde bei Blende 11. Wunderbar. Und da kommt es hin. Kleine Korrektur. Ist ein Fünfzehntel. Also ich habe richtig daneben gelegen in meiner Schätzung der Belichtungszeit. Und jetzt komme ich genau in den Bereich, den ich haben will. Ich sehe, dass auf der rechten Seite hier noch wirklich es viel zu hell ist. Das liegt aber daran, dass mein Abschatter da nicht richtig gelegen hat. Also der kommt dann wirklich so dahin, dass hier kein Licht mehr drauf kommt. Nochmal eine neue Aufnahme. Und dann haben wir den auch weg. Und meine Kontur ist da. Und das Licht setze ich jetzt noch ein bisschen intensiver. Das heißt, ich gehe da ein bisschen näher mit ran. Ein bisschen noch nach rechts. Muss aber aufpassen, dass ich da außen nicht zu hell mache an der Seite. Also das kann ich hier ein bisschen abschatten. Und die Seite wieder dunkler. Und jetzt sollten die Blätter doch noch mal deutlich härter kommen. Da sind sie. Wunderbar. Und jetzt habe ich wirklich oben auf dem Buch alles dunkel. Ich habe nur diese Kontur. Die kann ich jetzt ein bisschen verstärken, indem ich die Lampe da ein bisschen intensiver draufstrahle. Und ich habe im Prinzip den Einblick in meine Seiten. Und jetzt können wir dafür sorgen, dass wir das Ganze noch so ein bisschen, mit so ein bisschen Patina versehen. Das ist ja kein neues Buch, das sieht man ja schon, sondern so ein bisschen altes Buch. Und wenn ich genau hinschaue, können das gleich auch mal einblenden, was ich jetzt hier am Rechner sehe, dann gibt es an den Seiten, erstmal muss ich da genau die Schärfe noch drauflegen. Das mache ich erstmal, damit man das wirklich sieht, was ich da meine. Und dann gibt es an den Seiten so ganz kleine Papierflusen, was so typisch ist für so Taschenbücher. Und jetzt sage ich ja, das ist ein altes Taschenbuch und das hat schon ein paar Jahre im Schrank gestanden. Und da sorge ich jetzt dafür, dass ich da sogar noch ein bisschen Staub drauf mache. Und ich habe tatsächlich zu Hause gesucht, wo wir zu Hause Staub haben und habe eine ideale Stelle für Staub gefunden, nämlich jeder, der Kaminholz irgendwo stapelt, der muss eigentlich nur mal mit dem Finger an diesem Kaminholz so nach 3 Monaten vorbeigehen. Und da ist der optimale Staub zu finden und den habe ich mir von zu Hause mitgebracht, den muss ich gerade mal holen. Das Schlimme ist, dass er sofort wegfliegt, also wir müssen aufpassen, der ist jetzt hier wirklich im Glas drin, man sieht ihn nicht, also ich sehe ihn, aber ich behaupte mal, die Kamera wird ihn jetzt noch nicht sehen. Und dann nehme ich mir den mit einem Schaschlikstäbchen so ein bisschen was davon raus. Ich werde das gleich mal im Finger festhalten. Ganz wichtig, so wenig, dass es wirklich so aussieht für den Betrachter nachher, als wenn wir das bei der Aufnahme nicht gesehen hätten. Das muss wirklich zufällig da dran pappen.
Noch ein bisschen mehr. Das jetzt so hängen bliebe, wäre ich ganz happy. Ist aber ein bisschen zu wenig. Also auch damit das perfekt. Ja, super. Und dann lege ich da nochmal die Schärfe drauf, weil das ist ein ganz wichtiges Detail, was ich auch gleich zeigen möchte. Da wieder, wenn ich da mit der Lupe drauf gehe, sehe ich hier sehr schön, ganz zufällig, als wenn ich es nicht gesehen hätte bei der Fotografie, diesen kleinen Staubfusel. Den kann ich jetzt noch ein bisschen ändern und ja, dann würde ich das Ganze mal, ich will auf jeden Fall ein Schwarz-Weiß-Foto machen, weil Farbe haben wir eh kaum im Bild. Und das können wir so weit, wie es geht, reduzieren. Da können wir wirklich sagen, Farbe brauchen wir nicht, wir brauchen kein Buch. Man muss nicht erkennen, was für ein Buch das ist. Ich will einfach nur so ein bisschen das Feeling eines Buches haben, das Feeling eines alten Buches, was im Bücherschrank gestanden hat, das man wieder rausnimmt, wo man ein bisschen drumherum blättert. Und ja, was ein schönes Bild ist, ich möchte, dass die Leute sich das aufhängen. Und von daher muss ich darauf achten, dass ich auch ein Bild nehme, was, ja, das ist immer so ein böses Wort, ein bisschen dekorativ ist und natürlich auch neutral ist. Also ich will keinen Titel haben, ich will es für jeden passend haben und trotzdem ja eine sehr individuelle Bildsprache da drin haben. Und aus dem Grund ist das mit dem Staub ganz hervorragend. Das ist wunderbar. Ich würde jetzt hier doch, das ist mir nicht scharf genug, auch wenn ich gesagt habe, ich will das sehr offenblendig fotografieren, aber die Schärfe beim 100er ist nicht gerade so riesengroß, die Tiefenschärfe. Und aus dem Grund gehe ich jetzt mal auf, ja, ich gehe sogar mal auf 32. Und dann müsste ich hier irgendwo auf eine halbe Sekunde kommen, ob ich das jetzt im Kopf richtig gerechnet habe. Habe ich. Wunderbar. Perfekt. So. Und man sieht, dass die Seiten an der Ecke scharf sind, nach hinten unscharf werden, dass mein Buchumschlag so ein bisschen diesen Staub auch hat. Herrlich. Wunderbar. Zum Licht vielleicht noch ein Satz. Also ihr seht, das ist wirklich ein Licht schräg von unten. Das kann ein Systemblitz sein, das kann eine Schreibtischlampe sein. Der Rest ist halt dunkel, alles. Irgendein Licht, da kann man wirklich alles nehmen, was ihr zu Hause habt. Kleine Schreibtischlampe, kann man dieses Foto nachstellen und dieses spannende Licht machen. Und ich glaube, wenn wir das jetzt schwarz-weiß schön entwickeln und printen lassen auf einem fetten, matten Papier, das kommt richtig gut. Ja, er hat es wieder getan. Da liegt auch der Ausdruck. Du hast ja schon erzählt, das Bild hast du eigentlich schon gemacht gehabt. Hast du uns nochmal nachgestellt. Und das bekommt jetzt ein ausgewählter Kreis von Leuten. Also, ja, ich habe mir Folgendes überlegt. Eins, ich habe die ja für gute alte Freunde, 13-jährige Freunde oder 13-jährige Freundschaften fotografiert, so dass ich dir eins gebe und hier unten liegt das zweite. Ich habe nämlich zwei bestellt und mehr wird es von diesem Motiv in dieser Art auch nicht geben. Und das zweite, das überlasse ich dir, wem du das geben magst. Und vielleicht schaut ja jemand zu, der sagt, also Auflage, fände ich cool. Auflage zwei. Zwei. Vielleicht mache ich noch mal eins für mich, dann werden es drei. Aber also eins von drei geht an Foto.tv, zwei von drei an einen von euch, denn ihr sollt ja daran teilhaben. Ich würde sagen, unter den Kommentaren, unter dem Film zwischen Weihnachten und Neujahr losen wir einen aus, ganz einfach. Wunderbar. Das Motiv, das muss man ja noch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Du hast ja bisher gesagt, ja, also du hast viel gelesen, das ist so ein bisschen was Persönliches, aber mir fällt wieder auf, dass da natürlich auch wieder unendlich viele Deutungsebenen drin sind. Ne? Wir haben ja dieses Jahr
Geschichte geschrieben mit Corona. Wie sagt man, turning the page, so auf Englisch. Ne? Wir schlagen die Seite um für was Neues. Wir wollen das so hinter uns bringen. Hast du hier den Staub mit reingebracht, also etwas Vergangenheit spielt damit, die aber auch wiederum gespiegelt wird mit Zukunft, denn ne, wenn man das dann hinter sich gebracht hat, dann kommt da nachher was Neues. Ja. Licht, die Lichtwirkung, die von hinten nach vorne kommt, also da kann man ewig mehr mit spielen und das ist immer wieder der Kitzel bei den Bildern von Eberhard, dass man, wenn man anfängt, darüber ein bisschen nachzudenken, eine Menge drin findet. Mhm. Das war auch so ein bisschen die Intention. Manchmal klappt das nicht immer, das so alles rüber zu bekommen. Aber ich glaube, für die, die auch jetzt mein Buch so fotografieren wollen, das ist natürlich ein sehr dankbares Objekt, weil ein Buch ja immer etwas auch mit damit zu tun hat, dass wir etwas aufnehmen, dass wir uns mit etwas befassen. Das bedingt es ja, wenn wir ein Buch lesen. Und im Prinzip ist es relativ simpel und relativ einfach, das einfach aufzunehmen und dann nochmal ein Foto mit reinzubringen. Also von daher, habe ich es mir ein bisschen einfach gemacht, aber das, was du schon sagtest, es macht dir auch manchmal wirklich einfach nur Spaß, ein Geschenk zu fotografieren mit der Intention, den Geschenkten damit nicht in eine bestimmte Situation zu bringen. Also es gibt nichts Peinlicheres, als wenn ich dir ein Bild schenke und erwarte, dass du das auch aufhängst. Ne? Das ist ja immer, es kann ja sein, dass dir das überhaupt nicht gefällt. Und die Gefahr können wir ein bisschen minimieren, indem wir sehr reduziert, sehr abstrakt fotografieren. Und das wird ja in der Kunst auch relativ häufig gemacht und von daher habe ich es mir einfach gemacht in meinem 13. Weihnachtsjahr. Naja, also wie gesagt, das ist schon wie eingangs gesagt, die Idee zu sagen, wir fotografieren diesmal nicht ein Weihnachtsgeschenk, sondern wir fotografieren nicht ein Weihnachtsmotiv, sondern ein Weihnachtsgeschenk, ist mal wieder ein neuer Twist der Weihnachtsgeschichte. Vielleicht auch eine Anregung für euch. Es muss ja nicht unbedingt zu Weihnachten sein, es kann zum Jahreswechsel sein, es kann sein, um ein neues Kapitel aufzuschlagen mit 2021. Es kann sein, um Kunden, die dieses Jahr nicht gebucht haben, nicht buchen konnten, sich selber in Erinnerung zu bringen, zu sagen, guck mal, mich gibt's noch, über ein kleines Weihnachtsgeschenk. Und wenn du nicht gebucht wirst, was liegt näher, demjenigen ein Buch zu schenken? Frohe Weihnachten euch alle. Vielen Dank, Eberhard, für den 13. Weihnachtsfilm und ich freue mich auf den 14. Schöne Weihnachten und gutes Jahr.